Eines der zentralen Themen im Werk Dieter Roths ist das Selbst. So ist schon die erste kleine Radierung, die wir von ihm kennen, ein in das Blech einer Teedose geritztes Selbstporträt des damals 16-Jährigen. Und auch in der Ausstellung Gepresst, gedrückt, gequetscht in der Sammlung Falkenberg der Deichtorhallen Hamburg sehen wir zahlreiche Selbstbildnisse. Auf manchen ist der Künstler zu erkennen oder zu erahnen. Andere verweisen eher auf innere Zustände wie das Selbstbildnis als Selbstbildnis haltender Löwe. Ich bin Rahel Bruns und möchte mit Ihnen in dieser Folge von Intro das Verschwinden, Auf- und Wiederabtauchen und die Abwesenheit des Künstlers in seinen Selbstbildnissen untersuchen. Bestes Beispiel und eine seiner bekanntesten Arbeiten ist Portrait of the Artist as Vogelfutterbüste von 1968. Der 38-jährige Roth formt sich hier als alter Mann aus mit Körnern durchmengter Schokolade, welche er im Garten den Vögeln aussetzt, die sich die Büste nach und nach einverleiben und sie gleichzeitig in die Welt hinaustragen. Nicht nur nimmt Roth hier die eigene Endlichkeit doppelt vorweg, sondern er hinterfragt auch radikal seine Urheberschaft am Werk und dekonstruiert so die Idee des Künstlers als alleinigen Schöpfer. Die in seinen Lebensmittelwerken natürlichen Verfallsprozessen geschuldete Transformation vollzieht der Künstler im Mappenwerk Selbstbildnis als Herbstkartoffel von 1973, indem er ein und dieselbe kleine Platte in immer unterschiedlichen Zuständen druckt. Mit den Möglichkeiten der Druckgrafik radiert er sich gleichsam aus, poliert sich zwischendurch teilweise wieder hervor, arbeitet damit sozusagen seine Licht- und Schattenseiten heraus, um gegen Ende des Prozesses ganz in den Tiefen des Druckes zu verschwinden. Am radikalsten formuliert Roth seine Abwesenheit im Selbstbildnis als Loch. Hier ist es nur mehr die Umgebung, die die Anwesenheit des Künstlers als Silhouette definiert. Im vielschichtigen Flachdruck mit sich überlagernden Farben ahnen wir außerdem eine Art übergroßen Schatten, geworfen wie aus dem Nichts. Ist das nun radikale Bild- und Selbstbefragung oder Überhöhung, wenn sogar die eigene Abwesenheit bildwürdig wird? Besonders begeistert mich an den Selbstporträts Dieter Roths das Spiel des Künstlers mit der eigenen Bedeutung durch Auf- und Abtauchen, Transformieren und Auslöschung seiner selbst. Wo er den so entstehenden großen Raum zwischen leichtem Witz und abgründiger Tiefe im kleinen Format der Druckgrafik auszuloten versteht, bekommt sein Werk für mich eine faszinierend stille Intensität. Thank you.